Eine ganz spezielle Übung veranstaltete das Abschnittsfeuerwehrkommando Schwechat-Stadt mit dem Schwerpunkt Retten aus Höhen und Tiefen. Das Besondere an der Übung war die Teilnahme der Seiltechnik-Einsatzgruppe der Wiener Rettung. Heute eine ganz spezielle Übung, die hier von der Feuerwehr Rannersdorf in Schwechat durchgeführt wird. Worum geht es bei dieser Übung? Hierbei geht es viele Organisationen wie EMA 70, Rotes Kreuz, Samariterbund etc. in unserem Einsatzgebiet zu verbinden, dass wir gemeinsam hier arbeiten können, sollte es zu einem Ernstfall kommen. Es ist nicht nur das Fachliche gefragt, sondern auch das Kameradschaftliche. Und ich denke einmal, so sollte es sein, dass das wir also auf dem Einsatzgebiet das einmal beüben. Ja, die Übung beinhaltet heute eine gemeinschaftliche Übung mit den verschiedenen Rettungsorganisationen seitens von der Rettung bzw. auch mit der Feuerwehr. Wir versuchen natürlich mit dieser Übung einige Punkte speziell zu bearbeiten. Das heißt, dass wir jetzt die Gerätschaften auch auf beiden Seiten genauer kennenlernen, die genaueren Übungsabläufe bzw. genaueres, wie gesagt, Zusammenarbeiten der einzelnen Einheiten. Wir haben hier große Betriebe im Abschnitt Schwechat. Daher ist es da auch wichtig und kann durchaus einmal passieren, dass wir die Organisationen von Wien brauchen. Wir haben die S1, wir haben viele Gebiete, wo es zu dieser Zusammenarbeit kommen kann und auch schon passiert ist. Ein Schwerpunkt liegt ja auf dem Turm heute hier mit einer Korbbergung und vor allem mit einer Seilübung. Der Abschnitt Schwechat überlegt, eine Seileinsatztechnikgruppe zu installieren. Und zu diesem Zweck werden unsere Kameraden jetzt einmal schnuppern, wie es so ist, mit einer Seileinsatzgruppe zusammenzuarbeiten. Das heißt, es ist die STEG, die Sondereinsatzgruppe der Wiener Rettung da, die unseren Kollegen zeigt und unsere Kollegen sichert bei den Abseilen vom dritten Stock, wie man im Hintergrund sehen kann. Und draußen dann, wie Sie dann sehen können, bei einer Brückenbergung, wie mit Seiltechnik Menschen gerettet werden können. Wie war denn das Gefühl überhaupt? Ja, ein super Gefühl halt. Von 20 Meter runtergeseilt werden, gefällt mir sehr gut. Zwei Kollegen von dir machen das, glaube ich, auch noch. Ist Bestandteil der Übung? Ja, wir bereiten uns vor für die Höhenrettungsgruppe, die wir jetzt hier in unserer Feuerwehr zusammenbringen möchten. Gar nicht so einfach und vor allem, es gehört auch viel Mut dazu. So ist es, genau, ja. Wenn ein paar Leute von uns, eingeschlossen, sind Sportkletterer und man sieht dann, dass, wo der Unterschied liegt zwischen den Sportklettern und wenn man von Häusern runter, von Balkonen runter sich runterlässt, ist schon ein bisschen ein Unterschied. Ja, wir wollen eine Seileinsatzgruppe gründen. Es ist angedacht, es ist aber ein Programm, das sich also zumindest meines Erachtens einmal über die nächsten 6-7 Jahre zieht. Das ist ein kleiner Aufbau. Schauen, wer interessiert sich dafür, dass wir die Basics schaffen. Das ist einmal schlechthin der erste Grund, dass man mal das beginnt und ins Leben ruft. Mit dem Verlauf der Übung zurzeit zufrieden? Sehr zufrieden von den Stationen, sehr gute Vorbereitungen von dem Team seitens von der Feuerwehr Rannersdorf und von der Feuerwehr Schwechat. Sehr brav. Es ist angelaufen. In der ersten Runde hat man ein paar Anfangsschwierigkeiten gehabt, die sind jetzt ausgemerzt, es ist aber bei jeder Übung dasselbe. Ja, jetzt rennt das Ganze sehr gut, ich bin sehr glücklich, dass es so gut funktioniert und ich hoffe, es wird am Ende jeder positiv überrascht sein. Man darf ja bei dem Ganzen nicht vergessen, die Feuerwehr in Schwechat ist ja eine freiwillige Feuerwehr und die Übung ist ja auch freiwillig. Die Feuerwehrmänner sind alle freiwillig, ja, es ist eine freiwillige Feuerwehr, die Stadt Schwechat und Rannersdorf. Überhaupt allgemein in Niederösterreich gibt es zu 99% nur freiwillige Feuerwehrleute. Was mich dann besonders freut, ist, dass die Berufssanitäter von Wien sich freiwillig dazu melden, da mit uns mitzuarbeiten. Vor allem die STEG, die MA70 ist ja in ihrer Dienstzeit heute da, hat und die Gemeinde Wien, das Magistrat, hat sich zur Verfügung gestellt, uns hier quasi einzuschulen auf diese Seiltechnik-Geschichten.